Wow, Office 365 hat es wirklich in sich. Ich glaube, damit kann man echt viel machen, wenn man es richtig angeht. Allerdings. Schau mal hier. Die Abbildung gibt dir eine Übersicht über die verschiedenen Apps von Office 365. Das sind aber ganz schön viele. Stimmt. Hinter jeder App steckt eine große Anzahl nützlicher Funktionen. Kennst du diese ganzen Apps? Nicht alle. Manche sehe ich hier das erste Mal. Welche denn? Teams zum Beispiel. Wofür wird diese App genutzt? Teams ist eine Kommunikationsplattform, die unterschiedliche Funktionen kombiniert. Dazu gehören Chat, Videokonferenzen, Dateiablage einschließlich der gemeinsamen Bearbeitung von Dateien und Anwendungsintegration. Eines der Kernmerkmale von Teams ist der Gruppenchat, der die transparente Zusammenarbeit von Gruppen erleichtert. Jedes neu erstellte Team verfügt standardmäßig über eine Registerkarte Beiträge, eine SharePoint-Dateibibliothek und ein Wiki. Ob in kleinen oder großen Projekten eingesetzt, Teams hilft, die Zusammenarbeit mit Kollegen bequemer und effizienter zu gestalten. Super, das habe ich schon mal verstanden. Und was ist mit der App Yammer? Das ist doch auch eine Kommunikationsplattform, oder nicht? Ja, genau, du hast vollkommen recht. Die Applikation dient aber eher der Kooperation und dem Miteinander innerhalb eurer Organisation als Ganzes. Dabei fungiert Yammer als schwarzes Brett, auf dem Dokumente, Links und Status-Updates gepostet werden können. Okay, jetzt ist mir der Unterschied klar. Was ist mit der App Planner? Was kann ich damit anfangen? Mit Planner kannst du Projektpläne besser strukturieren, indem du Aufgabenkategorien erstellst. Innerhalb jeder Aufgabe kannst du auch Beschreibungen und Checklisten hinzufügen und dann die einzelnen Aufgaben den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen. Und das Beste ist, du kannst Planner in MS Teams integrieren. Das gestaltet die Zusammenarbeit noch einfacher. Für die betreffenden Pläne und Aufgaben können Arbeitsgruppen gebildet werden. Anschließend kann man Aufgaben und Fortschritte direkt in Chats diskutieren. Das klingt nach einer sehr nützlichen App. Da kann ich dir nur zustimmen. Hast du denn sonst noch Fragen zu den Apps? Ja, eine letzte Frage habe ich noch. Welche Funktion hat die App SharePoint? SharePoint ist eine cloud-basierte Dokumentenmanagement-Plattform. Mit SharePoint kannst du Dokumentenbibliotheken, Intranet-Websites, Seiten und Listen erstellen und gemeinsam bearbeiten. Diese Dateien werden in der Cloud gespeichert, sodass jeder im Team Änderungen in einer sicheren Umgebung vornehmen kann. Übrigens werden auch alle Dokumente, die auf Teams unter Dateien abgelegt sind, auf SharePoint gespeichert. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Ja, total. Das war wirklich hilfreich. Aber wo kann ich zusätzliche Informationen finden, wenn ich später Fragen habe? Dann kannst du dich einfach auf dieser Internetseite informieren. Schau mal hier. www.nextiteration.de/blog/übersicht-office-365-apps. Eine Sache möchte ich dir aber noch ans Herz legen. Wie ein Team seine Arbeit virtuell strukturiert, sollte nicht durch die Standardnutzung der Office 365-Apps bestimmt werden. Es geht nicht einfach um die verfügbaren Tools, sondern darum, wie man sie benutzt. Lass dir das von einem Digital Native gesagt sein. Ja klar, aber man muss ja schon wissen, welche technischen Möglichkeiten einem zur Verfügung stehen. Und welche Apps für die jeweiligen Prozesse sinnvoll sind, oder? Absolut. Vielleicht fallen dir einige konkrete Beispiele zur Veranschaulichung ein. Auf jeden Fall. Was ist zum Beispiel bei einer Terminüberschneidung? Also wenn ich an einem Jourfix nicht teilnehmen kann, weil ich einen anderen wichtigen Termin habe. Wie komme ich anschließend an die relevanten Informationen? Das ist gar kein Thema. Da unser Jourfix in Teams stattfindet, können wir den Termin ganz einfach aufzeichnen. Dann kannst du ihn dir zum Beispiel sogar auf der Heimfahrt in der Bahn anschauen. Die Teammitglieder können die wichtigsten Punkte des Meetings auch in OneNote festhalten und auf relevante PowerPoint, Word- oder Excel-Dokumente zugreifen, die in Teams gespeichert sind. Okay, ich kann also Web-Sessions in Teams planen und durchführen. Aber gibt es irgendwelche Vorteile, wenn man Teams statt beispielsweise Skype verwendet? Sowohl Teams als auch Skype sind sinnvolle Medien für die Online-Kommunikation in Unternehmen. Beide beinhalten eine Gruppenchat-Funktion und ermöglichen den Nutzern Videoanrufe.
Teams bietet den Nutzern aber einige zusätzliche Vorteile, weil es als zentrale Steuerungs- und Organisationsplattform für die integrierten Office-Anwendungen wie OneNote, Planner, SharePoint und PowerPoint fungiert. Teams ist somit das perfekte Kollaborationstool für die komplexe digitale Arbeitsumgebung von heute. Anderes Szenario. Mein Arbeitsplatz ist total unübersichtlich. Überall liegen meine Notizen und Post-its auf meinem Schreibtisch rum. Kann ich mit Office 365 mehr Ordnung schaffen? Ja, das geht. Mit der To-Do-App kannst du deine täglichen Aufgaben ganz einfach festhalten, sortieren und wiederfinden. Du kannst sogar ein Fälligkeitsdatum mit Erinnerung einstellen. Eine E-Mail erinnert dich dann rechtzeitig an deine To-Dos. Ich benutze ja oft die öffentlichen Verkehrsmittel, um zum Büro und zurückzufahren. Kann ich meine E-Mails oder meine Gespräche in Teams von meinem Tablet oder Smartphone aus abrufen? Kann ich auch unterwegs Termine vereinbaren? Ja, klar. Lad dir die Outlook und die Team-App auf dein Tablet oder Smartphone herunter. Mit diesen Apps kannst du von überall her deine E-Mails abrufen oder Termine vereinbaren. Direkt daran anknüpfend. Wie kann ich Dokumente in Word, PowerPoint oder Excel gleichzeitig mit anderen Personen bearbeiten? Und kann ich das von verschiedenen Orten aus? Sicher. Erstelle einfach einen gemeinsamen Ordner auf SharePoint Online oder teile einen Ordner via OneDrive, in welchem du die Dokumente ablegst. Jetzt lädst du nur noch deine Kollegen, mit denen du die Dokumente teilen möchtest, zur gemeinsamen Bearbeitung ein. Nun kannst du in Echtzeit verfolgen, wer welche Änderungen vornimmt. Das alles siehst du in einem Dokument, ohne dass Kopien erstellt werden und du irgendwann den Überblick verlierst. Außerdem ist es nun viel einfacher, Änderungen nachzuverfolgen. Und solltest du doch alte Versionen von dem Dokument benötigen, kannst du diese ganz einfach wiederherstellen. Ich arbeite zurzeit in einem großen Projekt. Wie kann ich meinem Projektteam einfache Aufgaben zuweisen und innerhalb des Teams effizient kommunizieren? Im Projektteam können Aufgaben ganz leicht über Planner zugewiesen werden. Zusätzliche Notizen und Dokumente kannst du in OneNote festhalten und über die anderen Teammitglieder zur Kommentierung oder Bearbeitung freigeben. So bekommt jeder die notwendigen Informationen und ist immer auf dem neuesten Stand. Ich bin mit sozialen Netzwerken groß geworden. Welche Kommunikationswege gibt es neben E-Mails bei Office 365 noch? Du hast vorhin Yammer erwähnt. Da gibt es bei Office 365 verschiedene Kommunikationswege. Für spontane, dringende, kleine Anfragen bietet sich Teams mit dem Chat an. Hier kannst du in einem Chatfenster deinen Kollegen Kurznachrichten schicken. Du kannst auch ein Teams-Gespräch in einem bestimmten Kanal starten, indem du das Teammitglied mit dem @-Symbol markierst, wodurch automatisch ein Eintrag im Aktivitätsfeed dieser Person erstellt wird. Dadurch wird die Anzahl der E-Mails reduziert und die Kommunikation viel transparenter. In Yammer kannst du dich über die aktuellen Geschehnisse in deiner Organisation informieren. Du kannst aber auch Personen unter informativen Beiträgen verlinken, dich mit Kollegen vernetzen und ihnen folgen. Das war echt aufschlussreich. Vielen Dank für die Inspiration. Kein Problem, gerne doch. Wenn du herausfinden möchtest, welche Office 365 Apps für deine tägliche Arbeit am besten geeignet sind, dann schau dir unbedingt das nächste Video an.